Seit gut 2 Monaten laufen die Bauarbeiten der kanadischen Firma Lina Mar im Reinsdorfer Gewerbegebiet an der Kirchstraße. Nach den beiden Werken in Crimmitschau errichtet der Zulieferer für Motorenkomponenten aus Übersee hier seine 3. Fertigungsstätte in Sachsen. Mit dem Ende des 1. Bauabschnitts wird im April 2014 gerechnet. Keine 11 Wochen hatte es gedauert, bis der Rohbau der Produktionshalle errichtet war. Deren Fläche von 15.000 Quadratmetern entspricht in etwa einer Größe von 3 Fußballfeldern. Die Arbeiten im Reinsdorfer Gewerbegebiet schreiten weiter zügig voran. In den vergangenen Tagen wurden die Fertigbetonwände für den Bürotrakt gestellt und befestigt. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Firma Goldbeck aus Treuen, die sich auch dank der bisher günstigen Witterung voll im Zeitplan befinden. Wir haben in unserem Industrie- und Gewerbegebiet am 9. September feierlich den 1. Spatenstich durchgeführt. Und Sie sehen heute am 21.11., dass die Halle schon im Rohbau mächtig gewachsen ist. Darüber freut sich unsere Gemeinde sehr. Freut sich, dass Lina Mar den Standort hier ausgewählt hat. Und wir freuen uns natürlich auch, dass es für die Region 150 neue Arbeitsplätze gibt. In den kommenden Wochen werden die Zulieferstraßen rund um den Komplex asphaltiert. Sobald der Belag trocken ist, geht es an den Einbau der Haustechnik. In 5 Monaten sollen die ersten Teile für Jaguar, Land Rover und VW in Reinsdorf vom Band gehen. Durch die Lina Mar-Ansiedlung profitiert die Gemeinde vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Das Wetter hat gehalten, das ist das Wichtigste gewesen. Wenn man am Autobahnzubringer vorbeifährt, sieht man, dass das Dach bereits geschlossen ist. Und wir hoffen dann, dass die Ziele von Lina Mar, die hier gesteckt sind, für das 1. Halbjahr auch erreicht werden. Nach Abschluss der 1. Etappe ist der Startschuss für den 2. Bauabschnitt Ende 2015 geplant. Perspektivisch will der Automobilzulieferer bis zu 500 neue Jobs an der Lina-Mar-Straße im Reinsdorfer Gewerbegebiet schaffen.